wunderschönen guten Morgen aus der KW, ich glaube 39. Ja, heute ist der letzte Septembertag und so schön ist. Ja, denn ich bin heute mit dem Fahrrad unterwegs zur Arbeit, so die letzten paar schönen Tage genießen. Ja, und selbst die Fahrradfahrt ist ein Genuss. Ich freue mich. Heute ist nochmal richtig groß Action auf der Solawi, aber dazu kommen wir später. Ja, vorbei an schönen Maisfeldern. Oh, ist das fantastischer. Ein fantastischer Morgen. 14 Kilometer purer Spaß. Jetzt geht's in den Wald. Und wie wir wissen, es ist Oktober, es ist Herbst. Ich glaube, Pilze sind. Ich gehe mal gucken. Ich habe da nämlich eine so eine Stelle. Da werde ich eigentlich mal fündig und liegt auf dem Arbeitsweg. Da halte ich gleich mal an. Lieblingsstelle erreicht. Sieht sehr gut aus. Der Boden ist schön nass. Immer da suchen, wo Farn und Moos ist. Und da hat sich ein bisschen was getan in den letzten paar Tagen. Wollen wir mal schauen, ob wir hier ein bisschen was finden. Natürlich nehme ich das jetzt nicht sofort mit, aber vielleicht dann später auf dem Rückweg. Komm, wir gucken mal. Ja, vereinzelt sind schon welche da, aber nicht die, die wir haben wollen. Hier auch schön. Das Kleine, was da rauskommt. Das wird ein Zwergenfeuer. Mal ganz jung. Oder Ziegenbart auch genannt. Sehr schön. Aber noch nicht ganz genau das, was wir haben wollen. Ich bin nämlich auf der Suche nach Röhrlingen. Ab jetzt mal jeden Tag gucken. Lohnt sich. Dann geht's mal weiter. Auf zur Arbeit. Abdul wartet. So, heute ist auch viel zu tun. Weiter geht's. So, jetzt mal ein kleines Stück weiter gefahren. Das ist eigentlich so die Standardroute hier durch den Wald. Und ich sag mal so, weshalb sollte man bei dem Anblick mit dem Auto fahren? Erklärt sich nicht, ne? Nö. Richtig. Dann geht's weiter. Ja, man könnte einen schlimmeren Arbeitsweg haben. Man könnte sich zum Beispiel aufregen im Auto, im Stau oder so. Benzinpreise und den ganzen Scheiß. Man kann auch einfach Fahrrad fahren. Und nur noch ein paar Meter bis zur Solawi. So, und Zieleinlauf. Vorbei an den Handfeldern zu stellen. Und die letzten paar Meter bis zur Solawi. Ja. Könnte schlimmer sein als Arbeitsplatz. Oh, ich freue mich. Ja, der Abdul ist noch nicht da. Er wird wohl gleich kommen. Ist jetzt irgendwie 9 Uhr, glaube ich. So, sieht sehr gut aus. Hier, alles irgendwie. Ich schau mal hier. Passt. Also folgendes, ich zeig mal. Ist man ja ein paar Tage nicht da, ne? Hier ist die rote Beete, die kommt heute raus. Damit fange ich gleich, glaube ich, erstmal an. So. Hier ist nur überall roter Salat. Haben wir ja letzte Woche nicht alles runtergeholt. Jo, der geht diese Woche auch mit raus, ne? Besser wird er nicht. Das hier ist natürlich richtig ordentlich. Wieder richtige Ballermänner, wunderbar. Der kommt auch komplett raus diese Woche. Dann ist das erstmal mit Salat gewesen. Und hier, ein wöchentlich grüßt der Spitzkohl. Das klappt tatsächlich noch. Das ist echt gut. Bin mal gespannt. Da sind ein paar richtig gute Dinger dabei. Das haut wirklich nochmal hin. Ey. Das ist unglaublich. Also wenn man das mal hier so guckt, so. Kann man schon fast ernten, kann man den schon fast nicht. So, aber wunderbar. Davon haben wir auch nochmal jede Menge. Hallo, guten Tag, die Möhre. Ah, die sind noch sehr. Sehr winzig. Naja, vielleicht bieten wir die auch als junge Möhrchen an, man weiß es nicht. So, jetzt stelle ich euch sehr wahrscheinlich die Frage, weshalb ist hier so eine helle dabei und weshalb ist die orange und so weiter und so fort. Ich habe hier so eine Mischung ausgebracht. Da müssten eigentlich auch ein paar rote dabei sein. Ah, ja, guck mal hier. Ein bisschen wird's. Hier können wir mal so gucken. Das ist jetzt kein Riese, aber ist schon eine Möhre. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Beobachten wir mal weiter. Wird es diese Woche noch nicht geben.
aber dann vielleicht nochmal in diesem Jahr. Das ist echt gut. Und wenn nicht, dann gehen die halt auch so als junge Möhrchen raus. Kann man ja auch mal machen in der Pfanne, so richtig schön lecker oder so. Ja. So, jetzt muss man mal zuhören. Hört man dieses Tick, 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 Tick. Ja, hört man. Das heißt, hier ist Saft drauf. So, das ist auch gut so. Boah, guckt euch den Romano an. Also, das geht nochmal klar hier, ey. Das ist super. Das ist auch so eine Geschichte. Nach hinten raus verlängert. Wir haben jetzt aber wirklich Glück gehabt. Also, ich glaube, das sind so nochmal gute 5 Wochen Sonne gewesen. Und ein richtig schöner Spätsommer eigentlich. Jetzt hoffen wir darauf, dass das auch noch wirklich ein goldener Herbst, dass der sich anschließt. Bis jetzt sieht es sehr, sehr gut aus. Also wir kriegen hier nochmal ordentlich was durch. Wie zum Beispiel hier den Romano. Hätten wir auch nicht mit gerechnet. Sieht aber echt gut aus. Hier ist auch noch eine rote Beete drin. Und da sieht man schon, oh, da sieht man auch schon dicke Knubbels dran. Also das heißt, das wird auch nochmal eine schöne Ernte hier. Ja, das ist doch alles fantastisch, ist das doch alles. Also alles in allem so hinten raus, echt eine gute Geschichte eigentlich. War gar nicht so verflucht das Jahr. Da vorne stehen noch Möhren auf dem Damm, die werden nichts mehr, das kann ich sagen. War ein Versuch, ne? Da vorne steht ein Anhänger, einfach so im Weg. Wer den wohl dahingestellt hat. Kaffee ist fertig. Abdul ist noch nicht da. Kann man mir erzählen, weil diese Woche alles ansteht. Also, die Paprika, die da im Haus stehen, kommt zur Hälfte weg. Die werden rausgeholt, abgeerntet. Die nächste Hälfte gibt es in der darauffolgenden Woche und dann ist auch Schluss mit Paprika. Auberginen gehen wir auch durch, klar, logisch. Die Tomaten hier werden auch abgeräumt, weil wir haben noch Romano-Salat ausgesät. Der soll dann hier in die Wasserleitung. Ja, also Tomaten abräumen. Dann steht noch Rotkohlernte an, glaube ich. Rote Beete muss raus. Das kann man alles schon heute machen. Oh, ein bisschen was ist zu tun so. Oh. Morgen ist der 1. Oktober. Oh, Oktober, November, ich sag mal 6, 7, 8 Ernten vielleicht noch. Muss ich mal gucken. Ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee, würde ich sagen. Dann kommt die Arbeit. Ja, so. Abdul ist da, ist auch jetzt angekommen und ich habe hier eine rote Beete. Ich vergleiche das mal so ein bisschen. Guck mal, das ist schon also, no, stattlich. So, jetzt, da sind aber viele solcher Ballermänner drin. Das ist sehr, sehr gut, dass wir so lange gewartet haben. Damit fangen wir nämlich jetzt einfach mal an. So, wir müssen jetzt hier einmal ein bisschen durchmarschieren. Ja, dann sind wir mit der roten Beete fertig und dann gehen wir in die Paprika. Die stehen direkt hier vorne. Und fangen da auch mal an rauszuschmeißen. Ja, große Erntung jetzt. Ja, aber gerade sind wir mal so ein bisschen durchmarschiert, Abdul und ich. Und wir kommen locker noch 4-5 Wochen, aber locker hin. So. Ab dann beginnt Bonus. Also alles in allem eigentlich sehr gut, würde ich sagen. So, jetzt aber nicht schnacken, weitermachen. Und hier haben wir die rote Beete drin. Das ist nochmal richtig stattlich. Die ganzen Dinger sind voll, die sind auch richtig groß. Also überlegt, dass eine Kiste 20 Kilo hat, dann kommen wir nochmal so, ja, vielleicht 100 oder so. Da vorne steht auch noch was, alles super. Dann wollen wir mal sehen, ne? Wenn wir jetzt mal den Hänger holen, der da hinten steht, ich weiß gar nicht, weshalb der da hinten steht. Da gehört er eigentlich gar nicht hin. Keine Ahnung. Ja, sieht ja schon mal ganz gut aus. So, die Hälfte Paprika hier ist abgeräumt. Die andere Hälfte gibt es dann wahrscheinlich nächste Woche. Und die kompletten Auberginen. Die sehen zwar irgendwie alle noch schön satt grün aus und so. Da hängen auch noch Früchte dran. Aber hier solche Blüten, das wird jetzt nichts mehr. Das ist einfach vorbei. Da gibt es keinen Fruchtansatz mehr. Natürlich sind hier noch jede Menge dran, aber dafür ist einfach ein bisschen zu kalt. So. Das heißt, wir können uns davon jetzt auch verabschieden nächste Woche. Das kommt raus und dann haben wir eigentlich, Basilikum stand hier hinten, aber schon unter 10 Grad, der ist zusammengefallen. Das heißt, dieses Haus haben wir wahrscheinlich nächste Woche Freitag wieder. Gurken lassen wir noch ein bisschen. Die tragen noch eifrig. Jo. Also, wird auch weniger. Geht jetzt mit großen Schritten. Alles ist super. Ja, und dann haben wir geerntet. Folgendes. Rote Beete sicherlich irgendwie so, ich schätze 80, 100 Kilo, irgendwie sowas. Dann nochmal jede Menge Paprika, 4 Kisten, auch ganz gut. Voller Anteil 4, halber Anteil 2. Gurken sind hier noch drin, ja. Und es gibt Kürbis, die sind jetzt hier nicht so groß, aber ich zeig mal was. Peng, Kürbis, jede Menge.
Bin ich mal gespannt. Oh, mal gucken, wie wir das verteilt bekommen. Vielleicht gehen wir auch die Hälfte raus oder so. Müssen wir schauen. Leute, ich war einmal hier mit dem Trecker vorgefahren. Immer wenn der Trecker hier vorfährt, drehen die Schweine durch. Geil. Ja, und jetzt? Machen wir ihn jetzt, hä? Ja, guten Tag, alle miteinander. Das ist meine Hand, bitte nicht aufessen. Guten Tag. Ja. Ja, guck mal, faule Paprika. Johnny, dich nenne ich Johnny. Da, Paprika, da. Komm her. Hier sieht so witzig aus. So. Meine Freude, die muss doch fressen, ne? Ich fresse sie nicht an. Guck mal, der Regen. So, und wieder Heimweg. Ja. Schön. Guter Tag. Super geerntet. Morgen dasselbe Spiel. Der Herbst kann auch ziemlich geil sein. Im Moment ist er ganz gut. So, Freitag, Erntetag. Ja, Zucchini ist gerade dran. Noch einmal durch. 110 kriegen wir noch zusammen oder so. Weiß man nicht ganz genau. Rotkohl ist gemacht, Weißkohl ist gemacht, der ist hier drauf. 110 mal Rotkohl und für den ganzen Anteil noch ein Weißkohl oben drauf. Salat, sehr schöner Salat und Gurken auch nochmal. Also alles in allem ist da nochmal eine richtig gute Ernte, mit dem wir gestern auch nach vorne gefahren haben. Ja, taugt mir. Das heißt, wir satteln gleich schön die Karre, fahren nach vorne, schreiben alles auf die Tafel und dann sehen wir mal, wie das in Summe ist. Ich denke für Anfang Oktober sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen ist das halt auch... passt ganz gut zur Jahreszeit hier, ne? Weißkohl, Rotkohl, Kürbis, ja, und die letzten Zucchinis. So, Trecker biegt um eine Ecke, was passiert? Schweins. Ja, nehmt es doch direkt vom Wagen, komm, mach den Hals noch ein bisschen länger und dann versucht doch mal, komm. Johnny, wo bist du, Johnny? Da ist Johnny. Hi Johnny. So, und wieder geht's zurück zum Acker. Der Johannes ist auch wieder da und hat leckere Äpfel mitgebracht, und zwar die Gewürzluiken. Und so, tschüss Schweinebande. Tschüss Jano. Tschüss. Dich nenne ich Rambo. So, da ist der Carsten. Hier ist der Abdul, der Blödsinn baut. Und ich setze mich jetzt hier drauf und wir fahren wieder rüber. Pass bloß auf, du!